Da übergebe ich mal direkt an meinen Kollegen Wilfried Gast, der sich diesen wunderbaren Namen ausgedacht hat. Wir haben nach einem Namen gesucht, als wir Gravis gestartet haben, der so freundlich wie möglich klingt, gleichzeitig aber auch das repräsentiert, was Gravis sein sollte, nämlich ein seriöses Unternehmen vom ersten Tag an. Gravis steht für den griechischen Akzent. Gravis aus dem Altgriechischen bedeutet gleichzeitig aber auch ernsthaft schwer. Und genau um diese Ernsthaftigkeit ging es damals, wo wir uns doch ein bisschen abgehoben haben vom Rest der Industrie. Wir beide haben einen Ingenieurshintergrund, den wir bis heute nicht ganz verleugnen können. Das heißt, wir machen die Dinge lieber etwas stabiler und robuster und sicherer. Also ich muss sagen, da das Ganze jetzt mittlerweile über 20 Jahre her ist, kann ich mich an die Alternative nicht mehr erinnern, aber vielleicht kann hier wieder Kollege Gast helfen. Es gab tatsächlich die kurze Diskussion, das Ganze Mac Warehouse zu nennen. Kurze Zeit später gab es dann aber einen anderen Versandhändler, der sich so nannte. Von daher taten wir gut daran, nicht in Konflikt zu treten mit den Amerikanern. Also ich glaube, in der Apple-Industrie 20 Jahre würde man so als Rollercoaster teilweise bezeichnen können, was sich getan hat. Ich glaube, was Tolles ist, dass sich letztendlich Apple mit seiner Philosophie durchgesetzt hat und auch immer mehr durchsetzt. Der Tiefpunkt, den wir hatten, war damals in der Zeit, als Steve Jobs das Unternehmen verlassen hat. Leute wie der Pepsi-Cola-Manager sich um das Unternehmen gekümmert hat, die keine Ahnung von der Materie hatten, nicht mehr so strenge Maßstäbe angelegt haben und Apple damals Mitte, Ende der 90er Jahre kurz vor dem Aus war. Das war die größte Herausforderung, die wir aber auch damals meistern konnten, indem wir eigene Rechner unter dem Label Gravis angeboten haben mit einem lizenzierten Betriebssystem. Also das war für mich persönlich der markanteste Punkt. Mit einem natürlich Apple-Betriebssystem, was darauf lief. Etwas anderes gab es auf Rechnerbasis nicht bei uns zu kaufen. Also es gibt historisch die Situation, dass unsere Schwesterfirma HSD, der Systemhausteil der Gravis-Gruppe, eine Niederlassung in den USA hatten. Anfang der 90er Jahre, damals als Steve Jobs die Firma Next gegründet hat. Und wir haben damals für Next entwickelt. Und das Betriebssystem Next Step ist ja das, was wir heute als macOS 10 kennen. Und in der Tat gab es damals relativ viele, auch persönliche Kontakte zu der Führungscrew von Next, inklusive Steve Jobs. Das Schöne war, im Vergleich zu heute, damals wollte Steve Jobs was von uns und nicht umgekehrt. Und es war ein sehr kleiner Markt. Next Step war ein Startup-Unternehmen gewesen. Und von daher, ja, gab es einige persönliche Kontakte. Im Übrigen auch noch in der Zeit, als Steve Jobs zu Apple zurückgekehrt ist. Insbesondere in der Anfangsphase gab es recht intensive Kontakte, als Steve Jobs versucht hat, sich nochmal einen Überblick über den Status quo des Mac-Marktes hier in Europa und in Deutschland zu verschaffen.